Taktfaktor bei 100% Effizienz. Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kommandodeck der Pritwin, der fliegenden Zentrale von der Stählernen Bruderschaft. Wir haben in der letzten Folge unsere erste Mission für die Bruderschaft erledigt und haben direkt zwei neue Missionen bekommen. Nämlich einmal unser aus dem Institut geschafftes Magnetband wieder zu besorgen und der Bruderschaft zur Verfügung zu stellen. Und die zweite Mission ist Dr. Lee, die früher mal ein Mitglied der Stählernen Bruderschaft war, zu überzeugen, aus dem Institut auszutreten und wieder zurück zur Stählernen Bruderschaft zu kommen. Ich habe aber auf der Karte gesehen, dass wir hier in der Umgebung, wo wir uns befinden, noch jede Menge andere Aufträge haben. Deshalb würde ich sagen, bevor wir wieder zurück ins Institut oder zurück nach Sanctuary gehen, um diese beiden Missionen anzugehen, werden wir uns erstmal hier in der näheren Umgebung nach den noch offenen Aufträgen umschauen und mal gucken, was wir hier noch so zu erledigen haben, würde ich sagen. Erstmal müssen wir dafür natürlich hier von der Pritwin runter. Dafür benutzen wir mal den Vertibird, würde ich sagen, oder? Ja, zum Flughafen, wunderbar. Und da sind wir auch schon unten am Flughafen. Ich gucke als allererstes mal kurz nochmal auf die Karte. Nordhagen Beach, da haben wir, sprich mit den Siedlern bei Nordhagen Beach, in Ordnung. Das heißt, wir müssen einfach nur aufs andere Ende der Landzunge. Und was haben wir hier oben noch? Triff dich mit dem Runner. Ah, das ist die Mission, noch unsere allererste Mission vom Institut, den Runner wieder zu beschaffen. Beziehungsweise diesen umgepolten Runner auszuschalten. Ja, das würde ich einfach sagen. Dann gehen wir diese beiden Sachen doch an. Treffen wir uns mit den Siedlern in Nordhagen Beach und treffen wir uns mit dem Runner. Das heißt, wir müssen zweimal direkt am Meer um diese Landzungen drumherum. Oder wir können auch versuchen, hier über diese Inseln zu kommen, wobei das in unserer Power-Rüstung wohl ein bisschen schwierig werden wird. Und hier unten soll ich noch technische Dokumente für Proctor Ingram suchen, beziehungsweise ich glaube, das ist einfach nur hier gelistet, weil der Typ oben in der Pritwin steht. Das ist, glaube ich, auf die ganze Welt auszuweiten. Also gehen wir einfach so geradeaus Richtung rechts. Findet ihr eigentlich auch, dass das aussieht wie so ein kleines Vieh mit Augen und Nase hier und so zwei vorgestreckten Beinen? Okay, wie auch immer, wir müssen geradeaus und rechts, also müssen uns ein bisschen rechts halten, um an dieser Landzunge entlang zu laufen. Ja, vielen Dank, da komme ich aber gerade her. Ich laufe erstmal ein Stückchen geradeaus noch. Und nehme auf jeden Fall mal wieder meine Waffe in die Hand, denn wir sind ja hier wieder draußen im Commonwealth und wir wissen ja mittlerweile, dass mit dem Commonwealth nicht zu spaßen ist. Da ist auch schon das Meer. Und hier sieht es aus, als könnten wir hier herlaufen. Da oben sieht es eher so aus, als würden wir nicht herumkommen. Also versuche ich es einfach mal hier unten lang. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Da drüben müssen wir auf jeden Fall irgendwo hin. Und hier lädt er gerade nicht. Wie man sehen kann, die Texturen sind mega matschig. Ich gehe trotzdem mal gerade hier lang. Oh ja, schicke Texturen. Boah, lad doch mal bitte. Sieht irgendwie auf jeden Fall ganz schön hässlich aus. Und da sind wir ein Level up. Und ich würde sagen, ja, wir kümmern uns direkt mal um dieses Level up und gehen ins Menü. Zack, oh, wir haben sogar zwei Level ups noch, die wir machen können. Was können wir denn da auswählen? Plus 20 maximale Gesundheit ist eigentlich immer ganz gut. Was haben wir hier noch? Oh ja, ich will endlich mal Experten-Terminals hacken können. Und ich kann schnell reisen, wenn ich überladen bin. Das ist auf jeden Fall super. Das werde ich auf jeden Fall auch mal nehmen. Dann können wir nämlich alles einpacken an einem Ort und dann einfach schnell reisen. Und los geht's. Und, los geht's? Los geht was? Iron Man geht in Führung, aber Peace of Junk ist direkt dahinter.
Ah, jetzt hat er auch zu Ende geladen. Sehr schön. Ein Maiden ist noch in Führung. Was ist denn hier bitte? Ist hier eine Rennbahn? Was für ein Rennen! Tatsächlich eine Rennbahn. Guten Tag. Verdammt, was ist denn jetzt? Jo, das war der Kopf. Kronkorken, Patrone. Wer zum Teufel ist das? Ja, ich bin's nur. Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Hallo, ist hier jemand? Der Boss sagt Hallo! Schalte den aus, Jungs! Uah, da oben. Verdammt! War Scheißbau! Das ist nicht wahr, die veranstalten hier jetzt nicht im Ernst ein Roboterrennen. Wie geil ist das denn? Oh, für solche Momente liebe ich Fallout einfach nur. Großes Kino. Ein Roboterrennen, wie geil. Ich würde gerne hier diese, guten Tag. Ah, und jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt muss ich mal ganz kurz in mein Menü. Mal gucken, was ich noch so an Waffen da habe. Ja, ich nehme doch mal mein Improgewehr einfach in die Hand. Boah, wer bist denn du? Würdest du bitte kurz ins Gras beißen? Dankeschön. Wo ist der andere denn jetzt hin? Der da gerade oben noch stand, da ist auf jeden Fall noch jemand. Da sind noch zwei sogar. Wow, das war auf jeden Fall sehr knapp. Ja. Wie fühlt sich das an, von einem Mädchen in den Arsch getreten zu werden? Wow, das war auf jeden Fall ein harter Schuss. Der war direkt neben mir. Wo ist er? Da. Yo, sehr gut, Kate. Zack. Und da oben steht auch noch einer. Ah, ein scheiß Geschützturm. Bumm. Boah, wie gut, dass ich die Powerrüstung anhabe. Hier geht's ja gerade richtig heiß her. Da steht noch einer. Boah, boom. Na, wo steht noch einer da oben noch? Jawohl. Du bist Kate, oder? Ja, du bist Kate. Sehr schön. Jo, da haben wir doch hier mal aufgeräumt, würde ich sagen. Laborstation, da gehe ich gleich nochmal gucken. Verbandschere, ja, nehme ich mal mit. Stimpak auf jeden Fall. Adektol. Knochensäge und die Flasche nehme ich auch mit. Chirurgenskalpell, OP-Tablett. Mensch, die sind ja ganz schön ausgestattet hier. Melee-Knuckles. Schlagring. Nicht schlecht. Mir fehlen wieder die Sachen, die drunter stehen, um mir zu sagen, was da drin ist. Das liegt daran, dass ich gerade wieder eine deutsche Übersetzung installiert habe, die nicht ganz komplett ist, leider. Aber auch das kriege ich wieder hin. Schrumpfpatrone, sehr gerne. Sogar Toiletten haben die hier, ich bin begeistert. Und ein Nuka-Cola-Automat. War ja klar. Werkstattterminal. Na, kommen wir da rein. Fencing. Treffer 3. General. Treffer 0. Fencing. Dann muss es das hier sein, Captain. Null Treffer, wieso das denn? Wenn Fencing 3 Treffer hat. Das kann es nicht sein. EI. E. Leather Fencing, nein. Smoking vielleicht noch. Das wär's. Yes. Robotersteuerung. Route ändern, Rennen stoppen, Zielparameter ändern. Wie geil ist das denn? Kampfsperren deaktivieren, Reserveroboter aktivieren. Notfallbesetzung, Zerstörung aktivieren. Wie geil ist das denn? Ich ändere erstmal die Route. Lagerverteidigungspatrouille. Aha.
Na, dann machen wir mal die Lagerverteidigung, würde ich sagen. Route erfolgreich zurückgesetzt. Und dann verschlüsseln wir die Route. Route erfolgreich zurückgesetzt. Jetzt können wir hier noch die Zielparameter ändern. Zielsystem überbrücken. Mit Rennfahren verbinden. Wie genial ist das denn? Ich würde diese Bahn gerne kaufen. Reserveroboter aktivieren. Lady Loveless und Fusion Folly, alles klar. Großartig. Ja, dann die Notfall-Selbstzerstörung. Zack, zerstören wir mal die Roboter. Boom, würde ich sagen. Und eine Rüstungswerkbank. Nö, da gehen wir gerade mal nicht dran. Da müsste ich jetzt aus der Rüstung raus. Bum, 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 bum. Geil. Großes Kino. Fusionszelle, Stahl, nehme ich alles mal mit hier. Wow, die sind ja richtig gut ausgestattet hier, meine Herren. Waffenwerkbank auch noch. Solange wir hier sind, sollten wir uns ein paar Infos für unsere Wetten beschaffen. Meinst du ja? Infos für die Wetten beschaffen? Für was für Wetten denn? Technisches Dokument. So, noch ein. Suchen wir es erstmal mit Table. Null Treffer. Das heißt, das kann es schon mal nicht sein. Heels vielleicht ein Treffer. Jones dann vermutlich. Nee, wieder null Treffer. Dann müsste es Plan sein. Jawohl. Alle Robotersteuerfunktionen sind offline. Achso, hier hätte ich noch mehr Roboter steuern können. Naja, gut. Aber kann dieser dämliche Regen so langsam mal aufhören? Oh, entsperren wir noch diesen Werkzeugkasten. Yep. Das wär's. Überfälliges Buch. Sicherung, Superkleber, Schlosser haben wir nämlich auf jeden Fall mit. Ach, warte mal, wenn das die Konstruktionspläne hier sind. Technisches Dokument, dann kann ich die doch für den, ja genau, für meinen lieben Doktor oben auf der Pritwin mitnehmen. Der sucht doch technische Dokumente, wenn ich mich richtig erinnere. Hier ist alles leer. Oh, hier ist noch eine Kiste. Redaway in Splittermine, sehr gerne. Was haben wir hier noch in der Ecke? Ein Rasenmäher, wie geil. Um die Bahn sauber zu halten. Ach, diese Kleinigkeiten sind immer wieder großartig im Fallout. Dafür liebe ich dieses Spiel wirklich. So, da oben sollte ja niemand mehr sein. Aber ich gehe trotzdem mal hoch. Vielleicht sind da ja noch ein paar Kisten oder sowas, die ich plündern kann. Oh, Medex auf jeden Fall. Und Glas ist immer gerne gesehen. Und Munition natürlich auch. Noch. Auf jeden Fall gut zusammengezimmert hier. Oh, schaut mal, Kronkorkenvorrat und einzelne Kronkorken. Sehr schön. Blast Radius Brettspiel, nein, vielen Dank. Da ist nichts mehr und Munition. Was ist, Kate, mit der Combat Zone? Was haben wir hier noch? Gwinnett Ale, nein. Patrone Molotov-Cocktail. Shotgun brauche ich nicht. Schraubenschlüssel. Ölkanister. Das Klemmbrett, nein. Ach, obwohl, nehme ich trotzdem mal mit. Uiuiui, da kommen wir noch rüber. Sind im anderen Haus. Sehr gut. Pipe-Revolver-Pistole. Wow, was? Wo kommst du denn jetzt her? Mein Gott, ist der hartnäckig. Schlüssel des eifrigen Ernie. Passwort des eifrigen Ernie. Der eifrige Ernie, aha. Und ich werde mal ganz kurz mir ein bisschen Stimpack gönnen. Kronkorken.
Die nehme ich beide mal mit. So, mal schauen, was hier noch so drin ist. Admin-Login, Zugriff erfolgreich, Robotersteuerung. Ja, die sind ja alle weg. Ja, schade. Hier hätte ich bestimmt noch ein bisschen mehr steuern können hier oben. Naja, wäre ich zuerst mal hier hingegangen, aber das weiß man ja nie. Warum beschäftigst du dich damit? Ist das ein Museum? Zigaretten? Nein, ich möchte kein Museum aufmachen, Kate, aber... Mastersteuerungsterminal. Ach, hier oben hat er gesprochen. Das war also der Ernie, den wir die ganze Zeit gehört haben hier. Hep, einmal noch runter. Was haben wir hier noch? Eine 10mm Pistole nehme ich auch noch mit. Und noch ein Clubhouse-Terminal. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Nein, auch nur die Robotersteuerung. Schade. Vorkriegsgeld. Sehr gut. Und die habe ich schon durchsucht. Ja, ich würde sagen, ja schön, ruhig mal ein bisschen aus, Kate. Wir gehen aber jetzt weiter. Eine Schachtel Zigaretten nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ja. So, und ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Denn hier führt die Landzunge ja entlang. Immer wieder die Waffe in die Hand, falls wir noch mehr Leuten begegnen hier, die unerwünscht sind. Oh. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf die Karte gucken, wo ich hier gerade bin. Jawohl, wir sind jetzt bei den Siedlern in Nordhagen Beach. Das heißt, da laufe ich jetzt erstmal kurz hin. Mein Gott, die sind aber wirklich abgeschieden hier draußen. Da hinten ist die Britwin in voller Pracht. So, da sind doch schon die Siedler. Wo ist denn der? Da ist der, mit dem ich sprechen muss. Hallo Siedler, ich pack mal die Waffe weg. Hi, wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja, die Minutemen haben mich geschickt. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Oh nein. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Wo sind die? Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Alles klar, wunderbar. Danke für die Information. Traffington Bootshaus, wo ist denn das? Da muss ich mich mit dem Runner treffen und da unten ist wahrscheinlich... Nee, das ist Fort Strong. Kai in Nahhand, wo ist denn dieses Bootshaus? Dann treffen wir uns erstmal mit dem Runner, würde ich sagen. Und das sieht so aus, als würden wir hier rüber gehen. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Ich muss mal ganz kurz ins Journal. Zack, und dann nochmal auf die Karte. Ich bin trotzdem noch nicht schlauer. Wo soll das denn sein, dieses Haus? Dieses Bootshaus. Warum ist Erkunde das Museum eigentlich immer noch nicht abgeschlossen? Ich habe das Museum der Hexerei doch abgeschlossen. Seltsam. Naja, treffen wir uns erstmal mit dem Runner, der genau hier geradeaus sein soll. Und hä? Mrs. Nordhagen? Da steht er noch, oder? Jawohl, da steht er. Hallo, Runner. Ich bin bereit, reinzugehen, Sir. Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Sir. Bezeichnung X688. Libertania, ich habe was? Die Wache bereits Zeit neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Wo kommen bei dem Ding denn die Batterien rein? Was wissen wir über diesen Synth Gabriel? Bezeichnung B592 befindet sich in der Hütte auf dem umgedrehten Frachtschiff. Er hat wahrscheinlich seine besten Kämpfer dabei. Daher sollten wir mit schwerem Widerstand rechnen. Sind Sie bereit, hineinzugehen? Ja, alles klar. Okay, dann los. Direkt hinter Ihnen, Sir. Ich hoffe, du kannst schießen, X688.
Patronen nehme ich immer gerne noch mit. Gibt es sonst noch was zu holen? Ach, da oben auch noch. Schrotpatrone, sehr gut. Na gut, Kate, ich hoffe, du bist bereit. Stimpak nehme ich auch immer noch gerne mit. Die hat er auf jeden Fall schon mal erledigt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich gucke noch mal kurz nach einer anderen Waffe. Die Parang-Machete. Ich auf jeden Fall auf die Favoriten setzen. Die kommt auf die... Achso, die war schon auf der 1. Nein, die Machete will ich gerne bitte auf der 1 haben. So, dann haben wir den Erlöser. Den setze ich auf jeden Fall auf die 2. Da ist schon der Erlöser. Dann kommt mein Impro-Gewehr auf die 3. Die Kampfflinte kommt auf die 4, wenn sie da nicht schon ist. Da ist die Kampfflinte schon. Die Maschinenpistole kommt auf die 5. Und das Lasergewehr kommt auf die 6. So. Jetzt noch ein paar Explosives. Der Molotow-Cocktail kommt auf die 7. Was haben wir hier noch? Plasmamine, Kryomine. Und die Splittergranate kommt auf die 8. Alles klar. So, dann wollen wir mal erstmal... Ah. Ich hasse diese Dinger. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Geschützturm. Verdammt. So, das war schon mal der Geschützturm. Habe ich nicht noch irgendwas mit einem Zoom, mit einer Zoom-Vorrichtung? Ich glaube leider nicht. Aber so geht's ja auch. Verdammte Minen, warum gucke ich nicht mal vorher? Ich Depp. So, erstmal kurz hier hoch. Gut. Schrotpatrone, sehr gerne. Was haben wir hier noch? Radex Plasmamine, alles mitnehmen. Guten Tag. So, sehr schön. Da oben wäre auch erledigt. Patrone Stimpak. Kampfgewehr brauche ich nicht. Was haben wir da unten noch drin? Patrone Redaway. Können wir bitte aus der Strahlung raus? Ich will mich echt ließ. Dann gehen wir mal hier hinten lang, würde ich sagen. So, wo ist denn der Runner? Da hinten kommt er. Sehr gut. Da steht noch einer. Ich dachte, ich hätte eine Bewegung gehört. Zack. Da hinten ist noch jemand. Ich glaube, wir werden beobachtet. Sehr gut. Direkt in den Kopf geschossen. Das ging schnell. Irgendwas verfolgt uns. Ich glaube, es ist vorbei. So, ist hier unten noch irgendwas drin? Ja, Stimpak. Wow. Erstmal kurz hier in Deckung. Wow, was war denn das? Das klang gar nicht gut. Wir sind nicht allein. Dein Haus gehört mir. So, das war der Turm. Aber das gerade klang auf jeden Fall nach einem Fat Man und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Denn wenn ich davon getroffen werde, kann ich noch so eine fette Rüstung anhaben. Dann bin ich weg. Blowfly-Model. Sehr schön, das nehme ich auf jeden Fall mit. Patrone nehme ich mit. Die Assault-Rifle mit Nachtsicht nehme ich auch mal mit. Bügeleisen und eine Kochpfanne nehme ich alles mal mit. Man kann nie wissen, wann man mal ein Bügeleisen braucht. Da hoch muss ich. Ich lade nochmal nach. Oh, das Brett ist auf jeden Fall sehr wackelig, aber gut. Vielleicht legt sich das, wenn ich drüber gehe.
So, guten Tag. Der ist nur noch Matsche. Hallo, jemand zu Hause? Auch keine Minen hier, sehr gut. Relax-Splittermine, Reagenzglas. Na, ja, noch jemand hier unten vielleicht? Sieht nicht so aus, sehr gut. Hallo? Niemand da. Auch sonst nichts, was ich nehmen könnte. Da drüben ist der Turm, den ich abgeschossen habe eben. Ja, da möchte ich nicht unbedingt drüber springen. Ist da hinten noch ein Turm? Ah ne, das sind nur Puppen. Die verwirren einen aber auch echt immer. Ich falle jedes Mal wieder drauf rein, auf diese blöden Schaufensterpuppen. Jemand hier? Das Schloss kriege ich nicht auf. Kate? Wo ist Kate, wenn man sie braucht? Kate! Ich brauche dich mal für eine Tür. Komm mal an hier. So, da drüben haben wir auf jeden Fall noch jemanden gehabt. Da auch noch. Na komm her, zeig dich. Hier ist noch jemand. Mann, das gefällt mir nicht. Hier ist noch jemand. Na komm her. Kommst du wieder raus? Ja. Ja. Ich geh erstmal wieder in Deckung. Kate, wo bist du? Ich hätte dich gerne hier. Da geh ich erstmal hier hoch. Woher? Von da drüben irgendwo. Aber ich sehe es nicht. Ach, Mann. Gehe ich hier später eben nochmal hin. Gehe ich jetzt erstmal weiter nach vorne. Da ist er. Na komm, aus der Deckung raus. Komm schon. Yes, das war er. Da ist zumindest schon mal mein Runner wieder. X688. Und wo ist Kate? Kate! Ach, jetzt sag mir bitte nicht, dass sie ins Wasser gefallen ist. Das finde ich jetzt total blöde. Oh, Patronen, sehr gut. Und Stimpaks und aufbereitetes Wasser. Was haben wir hier noch? Eine Messinglaterne nehme ich auch mal mit. Oh, ich habe nur noch 16 Schuss. Molotow-Cocktail. Ich gehe mal direkt hier hinten lang. Mein Gott, die sind aber auch ausgestattet hier. Das ist echt beeindruckend. Ich dachte, ich hätte einen erwischt. Moment. Haben Sie auch das? Ah, verdammt. Da noch eine Laserknarre. So, und jetzt muss ich mal meine Pistole wieder nehmen. Noch einer, verdammt. Erstmal kümmere ich mich um den da oben. Na komm schon. Wo ist er? Da ist er. Ah, ein Schuss noch, dann ist er doch weg. Da ist er weg. Sehr gut. Raider Abenteurer. Ich muss da näher ran. Jetzt kann ich nichts ausrichten. So, jetzt aber. Na, wo bist du? Boah, fuck. Sehr gut. Ich
Muss auf jeden Fall ein bisschen Munition sparen, beziehungsweise beim nächsten Mal endlich mal wieder Munition kaufen. Ja, hier kann ich nicht springen. So, Kate, ist wieder mit dabei? Nö, die ist immer noch verschollen irgendwo. Gut, mir wurde schon langweilig. Na, was haben wir hier noch? 10mm Patronen. Das Schloss sieht stabil aus. Wow. Was war das denn noch? Boah, fuck. Krass. Wo schießt du hin, Typ? Auf wen? Da ist doch Kate. Naja. Kate? Hey. Was gibt's denn? Guck dir das an. Ich hab keine Haarklammern mehr. Hast du welche? Ja, ich hätte noch welche. Hey. Ja? Oh. Und ich dachte, du wolltest kuscheln. Und da hinten schießt gerade jemand, habe ich gesehen. Ist das das, was ich habe? Und das ist das, was Kate hat, richtig? Ja, sehr gut. Das heißt, Haarklammern. Ich muss mal kurz sortieren nach Namen. Geht nicht. Wo sind denn diese blöden Haarklammern? Wo sind die bescheuerten Haarklammern? Die müssen doch hier irgendwo dabei sein. Da sind sie doch. So, Kate, die kriegst du auf jeden Fall mal wieder auch. Ich gebe dir mal 50, ich habe ja genug davon. Hey. Und dann kümmere dich mal bitte darum. Kein Problem. Und ich kümmere mich um den da hinten. Endlich eine kleine Herausforderung. Mal sehen, was ich tun kann. Wo ist er? Hat er den schon besiegt? So nah dran. Nee, da oben steht er. Was? Ich bin unter Beschuss! Ziel entdeckt! Die Hörner sind getroffen. Ich versuch nochmal. Verdammt! Nicht! Was zum Teufel ist los mit ihm? Ich kann schön auf den Fuß schießen. Jetzt nicht mehr. Wie, Mission erfüllt? Wahaha, das klingt aber nicht gut, Mission erfüllt. Sehr gut, dass du hier bist, Kate. Hast du es geschafft eigentlich? Ja, sehr gut. Maddox, buff out. Patronen. Du musst nochmal kommen, Kate. Aufgepasst. Brauchst du was? Kriegst du das auf? Jo, verstanden. Sehr gut, das war ein astreiner Kopfschuss. Fusionszelle. Holomarke der stählernen Bruderschaft. Aha. Sieht machbar aus. Oh, eine schöne. Schöne Rüstung auf jeden Fall. So, Kate. Wie sieht's aus? Na komm. Was geschafft. Das war einfach. Sehr gut. Erstmal mit einer echten Herausforderung. Komplett alles mitnehmen. Was haben wir hier hinten noch? Stimpack Loot-Paket und Zigaretten. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Na, jemand zu Hause? Meine Befehle lauten, Ihnen zu helfen, den Synth in Libertalia zu fangen. Ich warte dort, bis Sie bereit sind. Was? Wo wartest du? Wo wartet er, bis ich bereit bin? Hier oder was? Hi. Wir sollten weitergehen. Ja, sollten wir. Dann komm doch. Okay, bist schon mal nach oben gegangen hier. Ruhen. Ha.
soll das denn? Jetzt muss ich mal kurz nochmal hier auf die Karte gucken. Wo soll das denn jetzt hier sein? Ich guck mal kurz auf die lokale Karte. Da ist es hier auf jeden Fall nicht drauf. Da muss doch aber irgendwo dieses umgestürzte Ding sein. Wahrscheinlich das da hinten, oder? Meine Befehle lauten, Ihnen zu helfen, den Synth in Libertalia zu fangen. Ich warte dort, bis Sie bereit sind. Ich guck erstmal mal hier oben, ob noch irgendwas ist. Scheint aber nicht so. Oder meint er das da? Ich muss mal kurz auf die Karte und mir mal dieses eine Ding auf jeden Fall anmarkern. Ich werde mal alles andere gerade abmelden. So, hol den abtrünnigen Synth zurück. Jetzt mal kurz auf die Karte gehen. Da, der ist tatsächlich hier geradeaus von mir. Also da drüben irgendwo. Na gut, dann gehen wir dahin zurück. Meine Befehle lauten, Ihnen zu helfen, den Synth in Libertalia zu fangen. Ja, dann komm doch mit. Bis Sie bereit sind. Da dürfen ja jetzt nur noch wenige Leute am Leben sein. Wow, der hängt da aber auch gut über dem Zaun. Jetzt kommt auch wieder Nebel auf hier, oder was soll das? Yep. Was kommt denn diesen blöden Synth? Komm ich da? Nee, da springe ich besser mal nicht rein. Ich glaube, wir werden beobachtet. Verdammt. Ziel gesichtet. Ja, wo? Drüben. Das war schon alles. Ist das der Synth? Achso, dann muss ich da durch. Verdammt, scheiße, nein. Das war jetzt total dumm. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich hier schnell wieder rauskomme. Ja, okay, schwimmen kann ich gerade leider nicht. Ich habe nämlich meine blöde Power-Rüstung an. Gibt's hier irgendwo einen Weg hoch? Verdammte Scheiße, da gibt's einen Weg hoch. Nee, das ist nur ein gesunkenes Schiff. Boah, so ein Scheißdreck. Ich werde mal ganz kurz einen Red Axe nehmen. Wo ist es denn? Oh, verdammt. Ich habe kein Red Axe mehr. Das ist natürlich richtig blöd. Geht's hier irgendwo wieder hoch? Ich muss hier raus. Das sieht gut aus. Da kann ich doch hochspringen, oder? Ja, komm, da komme ich hoch. Na komm. Verdammte Axt, das gibt's doch gar nicht. Ich komme auf jeden Fall fast hoch. Ja, komm, ja, ach Mann. Ach, verdammter Scheiß. Ich war doch gerade schon fast drauf. Du willst mich doch verarschen. Na komm schon, komm schon, komm schon, das schaffst du mit dem blöden Anzug hier. Ah. Da drüben komme ich hoch. Hoffentlich. Mann, wie gut, dass ich die Powerrüstung anhabe, aber gerade irgendwie echt nervig. Im Wasser ist die manchmal echt nicht so von Vorteil. So, da bin ich doch wieder. Herrlich. Und ich hoffe, dass da hinten war jetzt auch der Synth. Kann ich meine Lampe wieder ausmachen. Fusion.
Zellenzelle Zahnpasta. Nehme ich auch mal mit die Zahnpasta. So, wo ist denn dieser Typ jetzt hier? Warte, was war das? Eindringlinge! Ja, ich höre den Synth, aber ich sehe ihn noch nicht. Wahrscheinlich da in dieser Burg wird er sein, schätze ich mal. So. Ja, das ist der umgedrehte Tanker, alles klar. Dann lade ich nochmal nach. Und schau mal, dass ich da irgendwie reinkomme. Jetzt nicht nochmal in das Wasser fallen, ich wusste es. Aha. Warum? Und hier komme ich auch nicht wieder hoch, oder? Darf ich hier hochlaufen? Ja, ich darf hier hochlaufen, das ist schon mal gut. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein Raummensch. Was zum Wichser? Oh, da oben wird schon geschossen. Wo ist der kleine Wichser hin? Wie gut, dass ich das in dieser Rüstung so doll höre. Na, haben wir hier irgendwas drin? Da kann ich gar nicht rein. Aber hier komme ich zumindest raus. Da oben ist er, alles klar. Ich weiß zumindest schon mal, wo ich hin muss. Das ist gut. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. Da. War doch richtig, dass ich daher bin. Poster immer mitnehmen. So, jetzt werde ich aber tatsächlich nochmal eine andere Waffe nehmen. Nämlich meine Kampfflinte. Wie lange müssen wir noch durchhalten? Fang! Scheiße! Fang noch eine. Fang direkt noch eine. Boah, fuck. Ich muss hier erstmal kurz runter und mir mal ein Stimpack geben. Und dann werde ich mal tatsächlich meine Maschinenpistole nehmen. Da ist er. Oh, jetzt ist er auch fast tot. Komm schon, jetzt kriege ich ihn noch hin. Yes. Das war der legendäre Rider. Ist hier noch irgendjemand? Boah. Plus 50% Schaden in der Nacht, plus 100% Schaden um Mitternacht. Wie geil. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Patrone immer gerne. So, wer ist hier noch? Hörst du auf damit? Mann. So, wo ist der Raider? Wow! Du hörst auf, mich zu hauen. Boah, hier hat man aber wirklich eine gute Sicht über alles. Was ist denn in diesen Käfigen? Wirst du wohl aufhören, mich zu beschießen? So, weißt du was? Ich zerstückele ich jetzt mal ein bisschen mit der Machete. Ah, der hatte die Fatman. Das ist schon mal gut. Guten Tag. Ach, verdammt. Jetzt bin ich wieder daneben gelatscht. Zack. Sehr gut, Kate. Immer drauf. Komm, hol sie dir, Kate. Sehr gut. Da haben wir noch eine Laborstation. Cram. Dosen. Alles mal mitnehmen hier. Na, ist hier noch jemand? Oder war es das jetzt endlich? Irgendwo muss ja noch dieser Synth sein. Ich höre ihn auch. Wo bist du?
Irgendwo direkt vor meiner Nase auf jeden Fall. Oder unter mir. Buff out. Sehr gut. Kate, siehst du den? Ich sehe ihn nämlich nicht. Der muss direkt hier irgendwo sein. Da ist er. Aber wie komme ich denn da hoch? Bescheuert ist, da drüben gibt es keinen Eingang. Das heißt, ich muss tatsächlich hier hoch. Verzeihung, dass dadurch jetzt die Folge ein Stück länger wird. Da unten steht mein Runner. Ich muss auf jeden Fall irgendwo nach oben. Aber wie komme ich denn hier noch weiter hoch? Okay, hast du eine Idee? Ah, hier außen rum. So, jetzt habe ich es. Jetzt werde ich einmal kurz nochmal schnell speichern. So, guten Tag, Synth. Mann, manchmal sind diese Gänge hier echt versteckt. Schraubenschlüssel. Schraubenzieher, meine ich. Kate? Ja, ich brauch dich nochmal. Aufgepasst. Sag, was du brauchst. Sieh mal, was du tun kannst. Mach das bitte mal auf für mich. Was haben wir hier noch? Kryogranate. Na schön, das werde ich schaffen. Ja, sehr gut. Dann mach mal bitte. Bitte sehr. Dankeschön. Das war einfach. Sehr gut, alles mitnehmen. Und jetzt muss ich nur noch diesen einen Stock höher. Hallo, Synth. Dahinter ist er. Na dann. Auf in die Captain's Kabine. Warten Sie kurz, Sir. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Jetzt kommt's. Okay, aber schnell. In Ordnung. Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma-71-Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Gamma-71-Epsilon. Gut. Ich würde gern unnötige Gewalt vermeiden. Oh, ich hatte auf einen Kampf gehofft. Vielleicht ist er da nicht allein und wir müssen Gewalt einsetzen. Das ist alles, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Alles klar. Niemand. Gabriels Terminal. Archiv für Benutzer Wire James. Befehlseingabe-Log. Ausführen Update Benutzer Gabriel. Vorherige Benutzerdaten. Wie repariert man dieses beschissene Terminal? Wie löscht man alte Dateien? Mai 2282. Wisst ihr was, ihr Lieben? Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ach komm, das machen wir jetzt noch. Draufgeschissen. So viel Zeit muss jetzt noch sein.
Da wären wir also, unser neues Zuhause. Wir haben nur einen von Andersons weniger nützlichen Zehen verloren. Ansonsten gab es kaum Probleme dabei, die Meyer-Lurks aus diesen alten Pötten zu vertreiben. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was wir als nächstes tun sollen. Kaum einer von uns erinnert sich noch an das Leben vor den Minutemen. Aber es war General Becker, der die Jungs zusammengehalten hat. Jetzt ist er tot und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Milizen bekriegen werden. Da habe ich keine Lust drauf. Aber wir könnten etwas aus dem Laden hier machen, da bin ich sicher. Außerdem gibt es keinen anderen Weg. November. Wir verbrauchen deutlich mehr Lebensmittel als geplant. Die Leute haben Hunger. Wir haben das Essen zwar rationiert, aber die Späher müssen bald etwas finden, sonst bekommen wir Probleme. Dezember. Ich habe Anderson und Williams heute erhängen lassen. War nicht schön, unsere besten Schützen zu exekutieren, aber es musste getan werden. Ende letzten Monats haben sie Vorräte und Essen gefunden. Wir waren am Verhungern, also habe ich nicht gefragt, wo das Zeug herkam. Heute haben wir dann Besuch von den Wachen aus Bunker Hill bekommen. Wie sich herausstellt, haben meine Jungs Karawanen überfallen und uns mit der Beute durchgefüttert. Ich habe den Wachen mein Wort gegeben, dass ich die Jungs gerecht bestrafen werde und ich halte mein Wort. Aber von Gerechtigkeit werden meine Leute leider trotzdem nicht satt. Februar 2283. Scheiße, es reicht. Eine weitere Karawane hat meine Jungs beschissen. Diese Söldnerkacke, zu der wir gezwungen sind, lohnt sich nicht, wenn die Dreckskerle nicht bezahlen. Ich habe versucht, die Händler in Bunker Hill zu überzeugen, uns zu helfen, uns etwas zu essen zu geben, aber sie sind hart geblieben. Sie stecken damit drin, da bin ich sicher. Nein, es reicht. Heute werden meine Jungs und ich ein Exempel statuieren. April. 4 neue Rekruten heute. Meinten, sie hätten gehört, dass die Raider in der Bucht eine Menge Kronkorken an Land holen. Raider. So haben sie uns genannt. Und sie liegen damit nicht falsch. Wir machen echt eine Menge Kohle. Bunker Hill, die Karawanen, die bezahlen uns, damit wir nichts tun, sie in Ruhe lassen. Seit wir die Minutemen verlassen haben, ging es uns nie besser. General Becker würde kotzen, wenn er uns jetzt sehen würde. Aber er ist tot und wir sind noch am Leben. Ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Oh, abtrünnige Minutemen also. Interessant. Ach, den Safe krieg sogar ich auf. Vielleicht. Na, komm schon. Geht doch. Wie schön. Patronen, Kronkorken. Ja, nehme ich alles mal. Oh, da war noch ein Disc drin. Nein, die war von mir. Wusste ich's doch. Ah, Klammerbox. Sehr gut. Tja, hier ist nicht viel, würde ich sagen, oder? Habe ich jetzt irgendwas hier übersehen? Da geht's hoch. Na dann, Waffe in die Hand und nicht sie hoch. Gut gemacht. Ausrüstung. Sehr beeindruckend. Bestimmt Agenten des Instituts. Auch ihr habt es ganz also braucht nach das Institut oben. So dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt? B-592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Was? Alles okay? Gabriel, kannst du mich das hören? Das war ein nettes Scheiße. Kleines Training. Wir haben was mit ihm gemacht. Wir das schalten Sie mal. Aus! Das ist der letzte Kack. Zack. Ja. So, ich nehme meine Pistole wieder in die Hand. Sehr gut. Na, noch jemand hier? Ich bringe den Synth zurück. Hier ist X688, bereit für Transmission mit zurückgeholtem Synth B592. Ihr Quartier ist da. Wow. Ah, dieses Teleportieren, daran werde ich mich nie gewöhnen, glaube ich. Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Jawohl, Kate, wir teilen. In diesem Sinne, so, jetzt aber. Die Folge ist schon viel zu lang. Kann man hier irgendwie schön runterspringen? Hier komme ich auf jeden Fall wieder nach unten, das ist gut. Mit diesem wundervollen Ausblick, ihr Lieben, in diesem herrlichen Abendrot, oder Morgenrot? Abendrot, glaube ich, werde ich mich von euch verabschieden. Ich nehme noch ein Stimpack und sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier im Commonwealth. Tschüssi, ihr Lieben.